Ist gut. Wird aber der Zeit. So schlimm wird's schon nicht sein. Wie geht's? Lang macht's dir nimmer. So schnell stirbt's jetzt nicht. Nein. Ich meine ihr Auto. Obwohl, den Bauern ist auch nicht mehr recht bei dir. So, meinst? So wie der ausschaut. Siehst du ein Blinder? Du musst das ja wissen. Also von Autos, da verstehe ich vielleicht mehr als wir sie. Ja, das kann schon sein. Aber ein Mensch ist kein Auto, oder? Wir werden es ja sehen. Ja, endlich! Er hat wieder den Anfall gehabt. Ist er nicht liegen geblieben? Ja, ich kann ihn doch nicht anbinden. Aber die Medizin hat er genommen, wie sie es gesagt haben. Der alte Dickschädel, wenn er nicht liegen bleibt, dann hilft alles nichts. Ich will mich ja nicht einmischen, Herr Doktor, aber... Glauben Sie nicht, wir sollten einen Spezialisten kommen lassen. Sonst... Sonst was? Sonst stirbt er vielleicht noch. Das wäre doch gerade recht, oder? Also, jetzt... Geht doch nicht so scheinheilig. Wegen seiner Schönheit hast du nicht geheiratet, den Alten, oder? Aber einen schönen Hof, oder? Wissen Sie was, Herr Doktor? Das geht Sie einen Dreck an. Aha, jetzt verstehen wir uns schon besser, gell? Ja. Und wenn wir schon dabei sind, ich hab mir nichts zum Vorwerfen. Ich hab ihn sogar in ein anderes Zimmer gelegt, damit er seine Ruhe hat. An mir liegt's nicht, wenn's immer mehr bergab geht mit ihm. Aber an mir, meinst? Sagen doch alle im Dorf, dass sie schon längst hätten aufhören sollen. Aber... Aber? Mir kann's gleich sein. Mit einem wie Ihnen kommt's wenigstens billiger. So, so. Wenn's dir da bloß nicht täuschst. Mit einem wie mir kommst du vielleicht teurer, als du ahnst. Und jetzt bringst du mir warmes Wasser. Georg, bist jetzt am Ende von deiner Weisheit? Ich nicht, Brunner. Aber du, bei dir ist ja der letzte Funken Verstand im Liebesrausch verglüht. Bleibst liegen. Niemand vergönnt mir das späte Glück. Glück? Da kannst du recht haben. Dass du überhaupt noch lebst, da hast du Glück. Ohne die Tradel wäre ich schon längst hinüber. Einatmen tief. Ist doch rührend, wie sich die um mich kümmert. Halt's mal, ausatmen. Aber es hilft alles nichts. Mit mir ist aus. Georg, sag mir doch die Wahrheit von Mann zu Mann. Ich kann's schon vertragen. Die Wahrheit? Wenn ich dir sag, was ich denk, dann trifft dich erst recht der Schlag. Wie meinst denn das? Wie ich sag. Die Wahrheit hat schon mehr Leid umgebracht, als wie jede Krankheit. Und wenn du mir noch mal aufstehst, dann verpasse ich dir ein Kräuterklist hier, dass du bei 3 Tagen nicht mehr vom Häusl runterkommst. Aber das kannst du doch am Sterbenden nicht antun. Geh, wer rettet ihn vom Sterben? Du bist so gesund wie der Ochs. Hm. Naja, sagen wir, wie er rümpfig, dass er ganz Leben lang gesoffen hat und geraucht wie ein Krematorium. Aber zum Sterben, da muss ich dich enttäuschen. Zum Sterben langt's nicht. Ja, aber warum? Möchtest du das wissen? Ja. Gut. Aber zuerst kriegst du Spritzen zur Beruhigung. Wasser. Danke. Mein Traum. Wie geht's dir denn? Gut, wenn du da bist. Finger weg, sonst geht mir der Blutdruck zu hoch. Übrigens, was ich noch fragen wollte, könnte ich das Rezept einmal sehen? Welches Rezept? Das ich vor 14 Tagen ausgestellt habe. Das habe ich nicht mehr. Das war doch ein Wiederholungsrezept. Woher soll ich das wissen? Lesen kann man ja Schrift doch sowieso nicht. Nein, das wär's viel verlangt. Schon recht. Dann geh ich jetzt wieder. Das Essen steht auf dem Herd. Es gibt Schmarrn. Mit Speck? Mit Speck, so wie es das magst. Schluss jetzt mit dem Schmarrn, ich hab noch mehrere Patienten. So, was Sie nicht sagen. Ich hab gedacht, wir sind die Letzten, die sie noch haben.
Du musst nicht böse sein, sie sorgt sich halt um mich. Ja, darum geht's dir ja so gut. Beim kannst ausreißen, so gut geht's. Also jetzt schieben wir mal den Ärmel hoch und desinfizieren. So. Schade um den schönen Schnaps. Ja, selber braut. Ja, ich nehme ihn selber zum Einreiben und Hals reibe mir damit ein, aber von innen. Alles gut, machst du auch einen? Ja, meinst du wirklich in meinem Zustand? Das werde ich dir nie vergessen, solange ich lebe. Ja, das wäre mir nicht lang genug. Lieber nicht. Später vielleicht, nach dem Schock. Rein medizinisch gesehen ist eine Applikation von Alkohol nach schockartigen Erlebnissen absolut vertretbar. Wie meinst du das? Red halt Deutsch. Zu Deutsch. Die Wahrheit hat oft schockartige Folgen. Und die Wahrheit... Also die Wahrheit ist, dass du schon längst wieder gesund sein könntest, wenn nicht jemand mir und dem lieben Gott ins Handwerk pfuschen tät. Ja, aber das Herz... Das Herz? Das Herz ist das Problem, siehst du? Einerseits ist es ein sehr bescheidenes Organ, das uns sofort sagt, wenn wir was falsch machen mit unserem Leib. Es sticht und holpert bei jeder Gemeinheit, die wir uns antun. Was schaust denn? Ist was? Und wenn es ihm zu viel wird, dann schlagt's zu, so es wird sagen. Schluss jetzt, oder ich mach ernst. Ja, ich weiß schon. Der Krug geht so lang zum Brunnen, bis er bricht. Ja, oder in unserem Fall, der Brunner geht so lang in den Krug, bis er abbricht. Okay, weiter. Also, einerseits sehr gescheit das Herz und auf der anderen Seite so dumm. So dumm wie manches Weibsbild. Brunner, dein gescheites Herz, das kann ich dir wieder zum Laufen bringen. Aber dein dummes Herz, das an deiner Frau hängt, das macht dich kaputt. Und das musst du selber rausreißen. Schluss jetzt, gell? Die Traudel, die lasst mir. Mehr will ich ja gar nicht. Lieber stirb ich als dass ich noch mal allein sein möchte. Also gut, man stirbt. Georg, meinst du, ich weiß nicht, dass mich bloß wegen meinem Hof geheiratet hat und nicht wegen meinen versoffenen blauen Augen. Aber sie ist es wert. Sie ist doch tausendmal besser als eine Krankenschwester oder das Krankenhaus. Schau, Georg, ich möchte in meinem Bett sterben und eine Hand halten können gegen die Angst, verstehst? Und dazu braucht's keine Liebe. Hauptsache, da ist jemand zum Festhalten. Schau, ich bin ja da. Und ich wünschte mir, ich hätte einen Freund wie dich, wenn's einmal so weit ist. Ich täte ja den Gefallen gern tun, aber so wie es ausschaut, gehe ja ich vor dir. Mich überleben, das wird da so passen, gell? Willst? Freilich. Seitdem ich dich kenne, warst du immer der Bessere. Einmal, da täte ich dich schon gern überholen. Ja, und wenn's recht sein müsste. Siehst du's? Jetzt wär's gescheit. Wenn's mich überleben willst, dann musst du zuerst einmal sterben. Nein, nicht richtig. Sondern bloß so tun. Verstehst? Und deswegen gebe ich dir seine Spritzen. Die macht dich schön müde. Und da musst einfach nur da liegen. Okay? Und da tust du keinen Mucks. Gar keinen Mucks. Das musst du versprechen. Egal, was auch immer passiert. Ja, was soll denn schon passieren? Das wirst du noch schon sehen. Es wird sein, wie du dir es immer vorgestellt hast, wenn du bei deiner eigenen Beerdigung dabei sein könntest. Das brennt. So, jetzt, dann da mal drauf. Ja. So. Es ist wie ein Wunder, man ist schon tot, aber man hört die Leute noch reden. Die einen, die weinen, die anderen sagen da alle Schandtaten nach. Wie im Leben. Ja. Das wäre lustig. Ja, schon. Aber keine Mucks, gell? Sonst ist der Zauber vorbei. Du liegst jetzt da, mausetot. Und wenn du Mucks tust, dann schluck dir das Nachtkastel über den Schädel, dass du erst aufwachst, wenn du schon tot bist. Und du bist vielleicht ein Grobian. Ja, das haben schon mehrere gesagt. So, jetzt geht der Zauber los. Schnauf nicht. Ich muss aber. Ja, aber nicht wie ein Stier. Stell dir vor, du bist ein Nachtigall oder ein Schmetterling. Das kann ich nicht. Wenn du schon nicht leben kannst, dann stirb wenigstens richtig. Oh, ja.
Und so bleibst du jetzt liegen, so starr, bis ich sag, du sollst von den Toten auferstehen. Hörst mich? Ja, Kruzi, Dirken, kannst du nicht eine Sekunde stillhalten. Entschuldige, ich war noch nie tot. Ja, man lernt eben nie aus im Leben. Ruhe sanft. Ja, so gefällt mir schon besser. Frau Herrin. Ja? Können Sie mal raufkommen? Bayerin, du musst jetzt ganz stark sein. Der Anton ist... Oh mein Gott. Das Herz, es war zu schwach. Und die Spritzen? Die Spritze? Haben sie ihn tot gespritzt zu guter Letzt? Sauber. Aber das wird ein Nachspiel haben, das sage ich Ihnen. Der arme Mann, Gott hab ihn selig, der könnte noch leben, wenn er auf mich gehört hätte. Ein Spezialist, ich weiß, ich weiß. Ich habe mein Bestes getan. Möchtest du noch mal sehen? Nein, ich möchte mir sein Andenken bewahren, so wie es war. Hätte ich dir auch raten. Man schlaft in der Nacht besser. Seien Sie vorsichtig mit Ihren Äußerungen, Sie. Sie... Ja. Richtig nass. Die Kurpfuscher. Kurpfuscher? Dann sind wir ja Kollegen. Ja. Was ist das? Der Totenschein. Den brauchst du die Erbschaft. Ja. Der Hof. Eigentlich müsste ich Ihnen ja dankbar sein. Aber das taten Sie nie verstehen. Ich glaube schon, dass Sie das verstehen könnt. Weil ich hab dir ja bloß abgenommen, was du nicht hast tun können. So. Und wenn schon, das ist jetzt eh gleich. Nicht ganz, weil umbracht hast du ihn, wenn es ja auch niemand beweisen kann. Die Spritze hat ihm bloß einen Rest gegeben. Das kann ja jeder sagen. So, und jetzt schaust, dass du vom Hof kommst, bevor ich die Kurpfuscher in Zeitung bring. Schon recht. Ich geh schon. Bloß eins noch, Interesse halber. Wie führst du denn den Kind von der Medizin? Was weiß ich? Ich hab denkt, je mehr, desto besser. Was du denkst, das hält ja die stärkste Rimpfig nicht aus. Nicht einmal der Anton. Also, mein Auto, das gehört halt ins Museum, Herr Doktor. Und ich gleich mit, meinst? Aber so weit ist es noch lang nicht. Wir haben nur Dampf unter da haben. Flori. Sie ist aus. Was? Wenn er zur Polizei geht? Der, dass ich nicht lache, der
werde sich hüten, dass er denen erzählt, dass er ihn totgespritzt hat. Ja, aber du hast ihm doch zu viel von der Medizin ins Essen gemischt. Dem alten Deppen. Das weiß ich und das weißt du, aber sonst keiner. Und ich werde es gleich mal auf die Nasen binden. Du vielleicht. Da war ich ein Schieblett. Nicht, Flori, komm, lass mich aus. Die Leiche ist noch warm, das gehört sich nicht, Flori. Flori! Auf der Alm, da gibt's keinen Sinn. Das, wenn er sehen könnte, Anton. Auferstehen täter von den Toten. Raus, sag ich! Von den Toten täter auferstehen. Anton! Jetzt ist mir grandios. Es geschehen noch Zeiten und Wunder, gell, Anton? Du. Ruhig, bloß reg dich nicht auf, Anton. Denk an dein Herz. Du Giftmischerin, du! Raus mit euch, alle zwei! Verschwitzt von meinem Hof! Wir sehen uns vor Gericht! So, Anton, jetzt ist genug. Nur nicht übertreiben. Jetzt schauen wir mal. Ja, der Puls ist schon wieder stärker. So, und jetzt nimm einen Schluckerl für den Schock. Halt, das klingt ein Schluckerl. So. So ein Luder. Aber das muss mir büßen. Ja, und du? Du meinst, ich werd wieder? Ja, was glaubst denn du? Einen Lebendigen von den Toten auferstehen lassen? Das ist doch für einen Kurpfuscher, wie ich einer bin, überhaupt kein Problem. Ja. Ist sowieso für dich. Für mich? Ja, was? Zur Feier des Tages. Da ist der Brief. Ja, der Kaffee ist auch schon fertig. Komm, nimm mal einen Kugel. Ja, das ist lieb von dir. Obwohl, zum Feiern gibt es dann nicht viel. Höchstens eine Trauerfeier. Ja, wenn man so aufs Abstellgleis geschoben wird. Jedes Ding hat seine Zeit. Und für dich ist jetzt Zeit zum Ausrücken. Wir werden alle älter. Jünger wird keiner. Du bloß du. Du sagst das wie der junge Frühling persönlich. Also ein Schwindler. Ja, ein Schwindler bist ein Schlitzohriger. Aber ein netter. Ich schwindle nie, ich sage nur die reine Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Na, und ja. Wenn, dann nur, wenn man manchmal der Wahrheit auf die Springhelfer muss. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, das ist der schönste Kugelhupf, den ich je gesehen habe. So?
Ja, dann ist das eine Lüge. Weil den besten Kugelhopf, den ich je gegessen habe, den hat mir meine Gertrud gebacken. Verstehst? Gott hab sie selig. Aber wem hilft's? Dir nicht, mir nicht, den Kugelhopf erst recht nicht. Das schmeckt oder vielleicht nicht? Ja, siehst du's? Jetzt bist du beleidigt. Aber ich will auf der Stelle tot umfallen, wenn das nicht der beste Kugelhopf ist, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Ja, bitte. So bitte. Ist. Darf ich dir auch einen anbieten? Ja, komm her. Dann kriegst du auch einen Schnaps. Ah, hoppala, mach das. So, da hast du deinen Schnaps. Na, bin nur im Dienst. Ach, jetzt tu nicht so, bist du gleich in Pension. Um 5 Uhr. In 10 Minuten. Ein echter bayerischer Briefträger hält durch bis zur letzten Sekunde. Das musst du merken. Ja, was ist? Willst du den Brief nicht lesen? Ja, schon. Ja, dann gehen wir's an. Ich muss ein bisschen ins Amt. Mhm. Da schau her aus. Südamerika. Weit kommt er rum, dein Sohn. Das muss man ihm schon lassen. Also, Rio de Janeiro, den 14.04. Das ist ja schon 14 Tage her und dann noch per Luftpost. Also. So eine Schande. Liebstes Mutterl, lang ist es her, seit ich dir geschrieben habe, aber mach dir keine Sorgen, mir geht es gut. Ein Zentner Bananen kostet hier so viel wie in Obermoos ein Pfund. Hier ist es immer sehr heiß und nachts macht es einen Lärm im Urwald wie im Zoo von Hellerbrunn. Ich habe mir einen Papagei gekauft, eine Blaustirn-Amazone. Er ist grün mit leuchtend gelber und blauer Zeichnung. Ein sehr guter Kletterer und er kann schon Kruzidürken sagen. Unser Schiff fährt schon bald weiter nach Kuwait. Dann werde ich dir lang nicht mehr schreiben können, vielleicht sogar ein ganzes Jahr nicht, aber ich werde an dich denken, das weißt du ja. Ich hoffe, dir geht es wieder besser mit den Augen. Und bitte weine nicht, ich komme ja wieder. Bestimmt, ich verspreche es dir, vielleicht schon Weihnachten. Alles Liebe und einen Kuss von deinem Kali. So ein Saukerl. Na warte, wenn der einmal kommt. Ja, was dann? Das ist doch ein Schand. Vater und Mutter muss man ehren. Noch dazu eine solche Mutter. Hannes, bitte. Ist doch wahr? Nix ist wahr. Das weißt du genauso gut wie ich. Wahr ist, dass mein Sohn abgehauen ist, kaum dass er aus dem Gefängnis gekommen ist. Und nie wieder hat er von sich hören lassen. Ja, aber... Seit über 20 Jahren. Immerhin, er hat doch geschrieben, ab und zu. Die Braut des Seemanns ist das Grab. Was ist jetzt los? Der Brief ist vor Jahren gekommen. Aber nicht vom Kali. Von seiner Reederei. Er ist in Seemannstod gestorben. Ja, aber... Das konntest du nicht wissen. Ich hab das ja nie gesagt. Du hast wohl gespürt, wie traurig ich war. Weil ich nie mehr eine Post gekriegt hab von meinem Kali. Geschrieben hast du mir. Wie ein lieber Sohn. Hannes, ich bin zwar fast blind, aber... Nicht so blind, dass ihr nicht sehen könnt, was für eine gute Seele du bist. Und was für ein Schwindler. Also, das soll mich doch auf der Stelle der Schlag bringen. Nein, lieber nicht. Du tätst mir fehlen. Arg sogar. Und jetzt, wo du in Pension gehst und alles ein End hat, weil ich keinen Brief mehr von dir krieg, sollten wir doch ehrlich sein miteinander, oder? Ja, wenn's meinst. Bestimmt.
Hast du das schon die ganze Zeit gewusst? Ja. Aber ich hab's glauben wollen, dass da draußen eine weite Welt ist. Das Meer, mein Bruder. Und dann später. Komm, jetzt sitz nicht so da. Sag halt was. Ich frage mich natürlich, wer von uns zwei der größere Schwindler ist. Du oder ich. Wenn ich mir vorstelle, wie ich immer über ein Lexikon gesessen bin und nachgeschaut habe und gesucht habe, wo er jetzt sein könnte und was da für Affen gibt. Hast du gewusst, dass es in Hongkong keine Kamele gibt? Nein. Siehst du das? Und in Rio de Janeiro, dass da Winter wird, wenn bei uns Sommer ist? Nein, nein, also er schwindelt schon wieder. Ihr Wort. Nein, es gibt überhaupt Sachen auf der Welt, die gibt's gar nicht. Zum Beispiel in Neuseeland, wo der Charlie die Schaffelle geladen hat. Ja, ne? Wo er sie die Hand verstaucht hat. Ja, ja, ja. Da gibt's Ureinwohner, die knien nieder und beten, wenn über sie ein Flugzeug drüber fliegt, weil sie glauben, es ist der liebe Gott. Ja, und der Pfarrer? Den Pfarrer gibt's doch keinen. Und Kirchweih auch nicht. Aber dass es in Australien ein Schnabeltier gibt. Oder dass in Mexico City mehr Leute wohnen als wie in ganz Bayern. Hannes. Ja, und in Bombay. Hannes. Na ja, hast ja recht. Bist du mit Spitz? Nein. Das heißt schon. Ja, warum? Was hätte ich denn machen sollen? Ich hab mir gedacht, warum schreibt denn der Saukerl nicht? Na ja, und da wollte ich dir heute eine Freude machen. Ne? Ja, und die ist da auch gelungen. Du sag mal, wie war das mit den Briefmarken und den Poststempeln? Die waren doch echt. Ja, ja, die habe ich Leuten mitgegeben, die ins Ausland gefahren sind, zum Einwerfen. Aha. Ne? Na ja, jetzt brauchst du das ja nicht mehr. Die sind an mich adressiert, also gehören sie mir. Für immer. Oje, schon spät. Ich muss mein Dienstrad abliefern. Ja. Meine letzte Amtshandlung. Sag einmal, würdest du dich freuen, wenn du einmal von mir einen Brief kriegst? Ich meine, so einen ganz persönlichen. Du meinst, schreien tut sich manchmal leichter, was mir jemand sagen will. Genau. Ja? Du sag einmal, wie lang dauert jetzt so ein Brief von Obermoos nach Untermoos? Von bis Sonntag vielleicht. Ja, aber am Sonntag kommt kein Briefträger. Briefträger nicht. Aber ich. Schlimmer geht's ja gar nicht. Ich habe eine enges Geduld, aber das schreit zum Himmel. Und wenn der Himmel schon nicht selber mit einem Blitz reinschlägt, dann werde ich selber reinschauen. Pfarrer. Der Haderlump, dem sage ich jetzt meine Meinung, dass er alle Engel im Himmel singen hört. Das wohl, Herr Pfarrer. Du gehst in die Küche. Du warst, bis ich alles erledigt habe. Und heul nicht, jetzt ist es zu spät. Du hast ihn wollen und du hast ihn gekriegt. Dass er kein weißes Lamm ist, sondern ein schwarzes Schaf, das hast du auch gewusst. Aber schwarze Schafe sind meine Spezialität. Ich hab heute Angst. Er hat uns solch einen Zorn und einen Stolz. Rost ist von Kant gespannt werden soll, muss jetzt eingefahren werden. Und das hat sich beim Franz bisher noch keiner getraut. Sein Vater nicht, seine Mutter nicht und du dreimal nicht.
Aber jetzt ist Schluss. Dem werde ich jetzt ein Hufeisen aufbrennen. Und wenn es noch so höllisch stinkt, jetzt hab keine Angst und geh in die Küche. Denn Daniel hat's in der Lübengrube auch nicht erwischt. Ja, der Herr Pfarrer. Nehmen wir's doch Platz hoch würden. Wie war's mit dem Spiel? Ja, da kann doch nichts passieren. Wo doch die himmlischen Mächte auf ihrer Seite sind. Und außerdem Pech in der Liebe, Glück im Spiel. Ja, warum nicht? Recht hast. Wenn du die Lohntüte schon nicht heimbringst am Zahltag zu Weib und Kind, dann muss es eben der Herrgott tun. Sehen Sie, bring die Würfel und einen Schnaps für einen Pfarrer, einen doppelten. Lassen Sie nur, Herr Pfarrer, Sie sind mein Gast. Nicht nötig. Nötig nicht. Aber da bin ich der Platzhirsch. In der Kirche Sie. Oder verdrang's nix? Dich trinke ich noch alleweil unter den Tisch. Oha! Ja, dann. Bitte schön, Herr Pfarrer. Sehen Sie, dann bring's gleich nur einmal einen Doppelten für mich. Der Herr Pfarrer will's wissen. Richtig, mein Kind. Und für mich auch noch einen Doppelten, weil auf einem Bein kann der Mensch nicht stehen. Oder? Immer zu. Immer zu. Unterm Tisch ist bloß für mehr als einfach. Bevor du mich unterm Tisch siehst, sehe ich dich unter der Kanzel. Und zwar jeden Sonntag, gell? Oh. Habt ihr es gehört? In der Kirche und jeden Sonntag. Was will man? Was willst du? Also, wenn Sie nur am Tisch sitzen und ich unten lieg, dann gehe ich jeden Sonntag in die Kirche. Aber nicht erst um 11:15. Sondern in der Früh um 8 zur Frühmess. Na sowieso, weil um 12 Uhr schlafe ich ja noch. Aber wenn ich noch da sitze und Sie, dann kommen Sie jeden Sonntag daher zum Frühschoppen. Punkt 10. Aber nicht an hohen kirchlichen Feiertagen. Da habe ich nämlich um 10 Uhr das Hochamt. Von mir aus. Also dann, wohl sein, Hochwürden. Hochwürden, Sie sollten es nicht so weit treiben. Den Franz hat noch keiner klein gekriegt. Dann wird's ja Zeit. Noch einmal dasselbe, Zenzi. Na, was ist? Willst du nicht anfangen? Ja, da kann's ja nicht schnell genug gehen. Aber bitte. Wir spielen um Streichholz. Jetzt Streichholz. Was um Streichholz? Ich denke, wir spielen um Geld. Das ist nur wegen dem Auge des Gesetzes. Wir spielen nur um Streichholz. Ganz harmlos. Aber jetzt Streichholz kostet 10 Mark. Was? 10 Mark? Das ist mir zu fad. Wie wär's mit 100? 100 Mark. 100. Alles wird teurer. Ich kann mich erinnern, da hat so ein Schachtel Streichhölzer einen Pfennig gekostet. Jetzt kostet es 10. Man muss mit der Zeit gehen. Also, wie viel hast du denn in den Lohntüten? Mehr als du im Gingerbeutel. 1400 umeinander. Also 14 Streichhölzer nach Adam Riese. Na, sagen wir 13. Bei 100 sollst du ja behalten als Taschengeld. Aber das andere kriegt deine Anna. Ha? Prost, Franz. Prost. Sie könnten einem Leid beifahren, wenn Sie nicht so ein Jesus-massiger, sturer Bog waren. Aber das sag ich Ihnen. Flehen Sie mich bloß nicht um einen Baumen her, noch wenn der Katzenjammer kommt. Da bin ich knallhart. Spülschulden sind Ehrenschulden. Ja. 13, das ist zwar keine Glückszahl, aber glaube, ist ohnehin Teufelszeug. Wer fängt an? Erst einmal den Einsatz. 100. Ein Streichholz. Was? Ein Streichholz? Warum denn so zaghaft? Bist doch sonst auch immer der Größte. Fünfe. Sind Sie? Nur zwei Doppelte. Was schaust mich denn so an? Ja, ich mein halt. Geh, geh, der Fahrer weiß schon, was er will. Aber was gehört? Das ist die Frage. Sie fangen an. Die höchste Augenzahl gewinnt. Elfe. Nicht schlecht, aber nicht gut genug.
12. So haben wir es gern. Und weil ich ein Menschenfreund bin, lasse ich 500 stehen. Prost durchwerden auf das Glück. Freu dich nicht zu früh. Dein Gott hat dir der Meister. An ihrer Stelle darf ich anfangen ins Betten. Ja, was ist, Zenzi? Wir sitzen trocken. Geh mal, probieren. Moment, das wollen wir erst sehen. Mindestens 15 oder 16. Wer will denn das wissen? Wissen nicht, aber glauben. Sagt sie, Moment, das muss mit dem Teufel zugehen. Der Luzifer war auch ein Engel, wenn auch ein Gefallener. Zum Wohle, Franzl. Prost. Macht man's kurz und schmerzlos. 13 Holz. Und ich würfel zuerst. Da könnte man direkt auf den Geschmack kommen. Zenzi, noch eine Runde. Aber gern, Herr Pfarrer. Halt, du hast das Spucken vergessen. Nicht, dass du hernach sagst, es hätte nur daran gelegen, wenn du verlierst. Sie zuerst. Bitte? Mir ist es gleich. Ja, sowas. A 5. Hochwürden, Hochwürden. Wenn das der Bischof ist. 13 Holz und eine bescheidene 5. Also, ich würde sagen, da hapert's am Glauben. Red nicht. Sag, was kannst. Tja, immerhin drei Einser zu würfeln ist genauso schwierig wie drei Sechser. Vielleicht hast du zu wenig gespuckt? Zenzi! Ja, ja, ich komm ja schon. Kollekte. Gibt's da kein Gebot, was einem Pfarrer das Würfeln verbietet? Ich glaub nicht. Außer mir hat es eh noch keiner probiert, möchte ich wetten. Gegen eine Spende ist nichts einzuwenden. Also her mit der Lohntüten. Spielschulden sind Ehrenschulden, oder? Hör also raus mit der Mari. Drück den Pulver raus, du Platzhirsch. Würfeln kann er jeder. Aber wie schaut's denn da mit aus, Hochwürden? Hast noch immer nicht genug. Was ist? Haben Sie Angst? Es nicht. Aber gegen einen Besoffenen, es wäre nicht fair. Ich! Zufa! Jetzt wird's erst lustig! In Gottes Namen also. Cheers! 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 Habt euren Platz, Hirsch. Platzschuss. Ja, was ist denn da los? Was bin ich schuldig? Aber es war uns doch eine Ehre, Herr Pfarrer. Es ist eigentlich schade, dass ich nicht öfters zu uns komme zum Frühschoppen. So einen wie Sie könnte man vielleicht schon brauchen. Ja, das würde euch passen. Aber wenn ihr mich unbedingt sehen wollt,
Jeden Sonntag 3 Vorstellungen. Da braucht's nur über die Straßen zu gehen. Gelobt sei Jesus Christus. Anna, komm raus. Das Säckelt, 1300 Mark. Und sei nicht so hart mit ihm, wenn er wieder nüchtern wird, aber erinnere ihn an sein Versprechen, jeden Sonntag um 8 Uhr in der Kirche. Dankeschön, Herr Pfarrer. Das ist ja wieder ein Wunder. Nein, das war kein Wunder, das war die Zenzi. Aber gar so viel Wasser jetzt mal auch nicht nein, du brauchst. Dafür krieg ich jetzt ein schönes Bier. Tja, das haben Sie auch verdient. Weiß der Himmel. Moment, das wollen wir erst sehen. Mindestens 15 oder 16. Wer will denn das wissen? Wissen nicht, aber glauben. Hallo, Gott sei Dank. Sagt sie, Moment, das muss mit dem Teufel zugehen. Der Luzifer war auch ein Engel, wenn auch ein Gefallener. Zum Wohle, Franzl. Mach was kurz und schmerzlos. 13 Holz. Und ich würfel zuerst. Da könnte man direkt auf den Geschmack kommen. Zenzi, noch eine Runde. Aber gern, Herr Pfarrer. Halt, du hast das Spucken vergessen. Nicht, dass du hernach sagst, es hätte nur daran gelegen, wenn du verlierst. Sie zuerst. Bitte, mir ist es gleich. Ja, sowas. Auf 5. Hochwürden, Hochwürden. Wenn das der Bischof ist. 13 Holz und eine bescheidene 5. Also, ich würde sagen, da hapert es am Glauben. Red nicht. Sag, was kannst. Tja, immerhin 3 Einser zu würfeln ist genauso schwierig wie 3 Sechser. Vielleicht hast du zu wenig gespuckt? Zenzi! Ja, ja, ich komm ja schon. Kollekte. Jetzt sag mal, was ein Pfarrer das Würfeln verbietet. Ich glaub nicht.
Außer mir hat es eh noch keiner probiert, möchte ich wetten. Gegen eine Spende ist nichts einzuwenden. Also her mit der Lohntüten. Spielschulden sind Ehrenschulden, oder? Also raus mit der Mari. Ja, der Pulver raus, du Platzhirsch. Würfeln kann ja jeder. Aber... Wird aber auch Zeit. So schlimm wird's schon nicht sein. Wie geht's? Lang macht's dir nicht mehr. So schnell stirbt's jetzt nicht. Nein, ich meine ein Auto. Obwohl, im Bauern ist auch nicht mehr recht bei dir. So, meinst du? So wie der ausschaut, sieht doch ein Blinder. Du musst das ja wissen. Also von Autos, da verstehe ich vielleicht mehr als wir sie. Ja, das kann schon sein. Aber ein Mensch ist kein Auto, oder? Wir werden's ja sehen. Ja, endlich! Er hat wieder einen Anfall gehabt. Ist er nicht liegenblieben? Ja, ich kann ihn doch nicht anbinden. Aber die Medizin hat er genommen, wie sie es gesagt haben. Der alte Dickschädel, wenn er nicht liegen bleibt, dann hilft alles nichts. Ich will mich ja nicht einmischen, Herr Doktor, aber... Glauben Sie nicht, wir sollten einen Spezialisten kommen lassen. Sonst... Sonst was? Sonst stirbt er vielleicht noch. Das wäre doch gerade recht, oder? Also, jetzt auch. Geht doch nicht so scheinheilig. Wegen seiner Schönheit hast du ihn nicht geheiratet, den Alten, oder? Aber einen schönen Hof, oder? Wissen Sie was, Herr Doktor? Das geht sich einen Dreck an. Aha, jetzt verstehen wir uns schon besser, gell? Ja. Und wenn wir schon dabei sind, ich hab mir nichts zum Vorwerfen. Ich habe ihn sogar in ein anderes Zimmer gelegt, damit er seine Ruhe hat. An mir liegt's nicht, wenn es immer mehr bergab geht mit ihm. Aber an mir, meinst? Sagen doch alle im Dorf, dass sie schon längst hätten aufhören sollen. Aber... Aber? Mir kann's gleich sein. Mit einem wie Ihnen kommt's wenigstens billiger. So, so. Wenn's dir da bloß nicht täuschst. Mit einem wie mir kommst du vielleicht teurer, als du ahnst. Und jetzt bringst du mir warmes Wasser. Nein! Tat dir der Meister! Oh, ja. An ihrer Stelle darf ich anfangen zu beten. Ja, was ist, Zenzi? Wir sitzen trocken. Geh mal, probieren. Moment, das wollen wir erst sehen. Mindestens 15 oder 16. Wer will denn das wissen? Wissen nicht, aber glauben. Hallo, Herr Gott. Herr Gott, sagt sie, Moment, das muss mit dem Teufel zugehen. Der Luzifer war auch ein Engel, wenn auch ein Gefallener. Zum Wohle, Franzl. Mach mal kurz und schmerzlos. 13 Holz. Und ich würfel zuerst. Da könnte man direkt auf den Geschmack kommen. Zenzi, noch eine Runde. Aber gern, Herr Pfarrer. Halt, du hast das Spucken vergessen. Nicht, dass du hernach sagst, es hätte nur daran gelegen, wenn du verlierst. Sie zuerst. Bitte? Mir ist es gleich.
Ja, sowas. A 5. Hochwürden, Hochwürden. Wenn das der Bischof ist. 13 Holz und eine bescheidene 5. Also, ich würde sagen, da hapert es am Glauben. Red nicht. Sag, was kannst. Tja, immerhin drei Einser zu würfeln ist genauso schwierig wie drei Sechser. Vielleicht hast du zu wenig gespuckt? Tänze! Ja, ja, ich komm ja schon. Kollekte. Jetzt sag kein Gebot, was ein Pfarrer das Würfeln verbietet. Ich glaub nicht. Außer mir hat es eh noch keiner probiert, möchte ich wetten. Gegen eine Spende ist nichts einzuwenden. Also her mit der Lohntöten. Spielschulden sind Ehrenschulden, oder? Glück im Spiel. Ja, warum nicht? Recht hast. Wenn du die Lohntüte schon nicht heimbringst am Zahltag zu Weib und Kind, dann muss es eben der Herrgott tun. Zenzi, bring die Würfel und den Schnaps für einen Pfarrer, einen doppelten. Lassen Sie nur, Herr Pfarrer, Sie sind mein Gast. Nicht nötig. Nötig nicht. Aber da bin ich der Platzhirsch. In der Kirche Sie. Oder vertragen Sie nix? Dich trinke ich noch alleweil unter den Tisch. Oha! Ja, dann. Bitte schön, Herr Pfarrer. Sehen Sie, dann bringen Sie gleich nur einmal einen Doppelten für mich. Der Herr Pfarrer will es wissen. Richtig, mein Kind. Und für mich auch noch einen Doppelten, weil auf einem Bein kann der Mensch nicht stehen. Oder? Immer zu. Immer zu. Und dann dieses Platz für mehr als einfach. Bevor du mich unterm Tisch siehst, sehe ich dich unter der Kanzel. Und zwar jeden Sonntag, gell? Oh. Habt ihr es gehört? In der Kirche und jeden Sonntag. Was will man? Was willst du? Also, wenn Sie nur am Tisch sitzen und ich unten lieg, dann gehe ich jeden Sonntag in die Kirche. Aber nicht erst um 11:15, sondern in der Früh um 8 zur Frühmess. Na sowieso, weil um 12 schlafe ich ja noch. Aber wenn ich noch da sitze und Sie, dann kommen Sie jeden Sonntag daher zum Frühschoppen. Punkt 10. Aber nicht an hohen kirchlichen Feiertagen. Da habe ich nämlich um 10 Uhr das Hochamt. Von mir aus. Also dann, wohl sein, Hochwürden. Hochwürden, Sie sollten es nicht so weit treiben. Den Franz hat da keiner klein gekriegt. Dann wird's ja Zeit. Noch einmal dasselbe, Zenzi. Na, was ist? Willst du nicht anfangen? Ja, da kann es ja nicht schnell genug gehen. Aber bitte. Wir spielen um Streichhölzer. Jetzt Streichholz. Was um Streichhölzer? Ich denke, wir spielen um Geld. Das ist nur wegen dem Auge des Gesetzes. Wir spielen nur um Streichhölzer. Ganz harmlos. Aber jetzt Streichholz kostet 10 Mark. Was? 10 Mark? Das ist mir zu fad. Wie wär's mit 100? 100 Mark? 100? Alles wird teurer. Ich kann mich erinnern, da hat so ein Schachtel Streichhölzer einen Pfennig gekostet. Jetzt kostet es 10. Man muss mit der Zeit gehen. Also, wie viel hast du denn in den Lohntüten? Mehr als du im Klingerbeutel. 1.400 umeinander. Also 14 Streichhölzer nach Adam Riese. Na, sagen wir 13. Bei einem Hunderter sollst du ja behalten als Taschengeld. Aber das andere kriegt deine Anna. Hä? Prost, Franz. Prost. Nein. Das hat dir der Meister. An ihrer Stelle darf ich anfangen zu betten. Ja, was ist, Zenzi? Wir sitzen trocken. Geh mal, probieren. Moment, das wollen wir erst sehen.
Mindestens 15 oder 16. Wer willst denn das wissen? Wissen nicht, aber glauben. Herr Gott, sagt. Sagt sie, Mensch, das muss mit dem Teufel zugehen. Der Luzifer war auch ein Engel, wenn auch ein Gefallener. Zum Wohle, Franzl. Prost. Mach was kurz und schmerzlos. 13 Holz. Und ich würfel zuerst. Da könnte man direkt auf den Geschmack kommen. Zenzi, noch eine Runde. Aber gern, Herr Pfarrer. Halt, du hast das Spucken vergessen. Nicht, dass du hernach sagst, es hätte nur daran gelegen, wenn du verlierst. Sie zuerst. Bitte? Mir ist es gleich. Ja, sowas. A 5. Hochwürden, Hochwürden. Wenn das der Bischof ist. 13 Holz und eine bescheidene 5. Also, ich würde sagen, da hapert es am Glauben. Red nicht. Sag, was kannst. Tja, immerhin drei Einser zu würfeln ist genauso schwierig wie drei Sechser. Vielleicht hast du zu wenig gespuckt? Zinzi! Ja, ja, ich komm ja schon. Kollekte. Jetzt sag kein Gebot, was einem Pfarrer das Würfeln verbietet. Ich glaub nicht. Außer mir hat es eh noch keiner probiert, möchte ich wetten. Gegen eine Spende ist nichts einzuwenden. Also her mit der Lohntöten. Ja, sowas. A 5. Hochwürden, Hochwürden. Wenn das der Bischof ist. 13 Holz und eine bescheidene 5. Also, ich würde sagen, da hapert es am Glauben. Red nicht. Sag, was kannst. Tja, immerhin drei Einser zu würfeln ist genauso schwierig wie drei Sechser. Vielleicht hast du zu wenig gespuckt? Zinzi! Ja, ja, ich komm ja schon. Kollekte. Jetzt sag kein Gebot, was einem Pfarrer das Würfeln verbietet. Ich glaub nicht. Außer mir hat es eh noch keiner probiert, möchte ich wetten. Gegen eine Spende ist nichts einzuwenden. Also her mit der Lohntöten. Spielschulden sind Ehrenschulden, oder? Also raus mit der Mari. Drück den Pulver raus, du Platzhirsch. Würfeln kann jeder. Aber wie schaut's denn damit aus, Hochwürden? Hast noch immer nicht genug. Was ist? Haben Sie Angst? Es nicht. Aber gegen einen Besoffenen. Es wäre nicht fair. Ich! Zufer! Jetzt wird's erst lustig! In Gottes Namen also. Tschüss! Tschüss! Hochwürden! Tschüss! Tschüss! Hochwürden! Tschüss! Auf geht's! 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 Auf geht
Da habt ihr euren Platz, Hirsch. Platzschuss. Ja, was ist denn da los? Wirt, was bin ich schuldig? Aber es war uns doch eine Ehre, Herr Pfarrer. Es ist eigentlich schade, dass ich nicht öfters zu uns komme zum Frühschoppen. So einen wie Sie könnte man vielleicht schon brauchen. Ja, das wird euch passen. Aber wenn ihr mich unbedingt sehen wollt, jeden Sonntag 3 Vorstellungen. Da braucht es nur über die Straßen zu gehen. Schöner Sinn, Kinder Anton. Auferstehen tät er von den Toten. Raus, sag ich! Von den Toten tät er auferstehen. Anton! Jetzt, Maria und Jos. Es geschehen noch Zeiten und Wunder, gell, Anton? Du. Ruhig, Blut, reg dich nicht auf, Anton. Denk du, an dein Herz. Du gibst mich, Schrein, du! Raus mit euch, alle zwei! Verschwind von meinem Hof! Wir sehen uns vor Gericht! So, Anton, jetzt ist genug. Nur nicht übertreiben. Jetzt schauen wir mal. Ja, der Puls ist schon wieder stärker. So, und jetzt nimm einen Schluckerl für den Schock. Halt, das klingt ein Schluckerl, hab ich gesagt, gell? So. So ein Luder. Aber das muss mir büßen. Ja, und du? Du meinst, ich werd wieder? Ja, was glaubst denn du? Einen Lebendigen von den Toten auferstehen lassen? Das ist doch für einen Kurpfuscher, wie ich einer bin, überhaupt kein Problem. Holz und eine bescheidene 5. Also, ich würde sagen, da hapert es am Glauben. Red nicht. Sag, was kannst. Tja, immerhin 3 Einser zu würfeln ist genauso schwierig wie 3 Sechser. Vielleicht hast du zu wenig gespuckt? Zinzi! Ja, komm ja schon. Kollekte. Jetzt sag mal Gebot, was ein Pfarrer das Würfeln verbietet. Ich glaub nicht. Außer mir hat es eh noch keiner probiert, möchte ich wetten. Gegen eine Spende ist nichts einzuwenden. Also her mit der Lohntöten. Spielschulden sind Ehrenschulden, oder? Also raus mit der Mari! Platz der Pulver raus, du Platzhirsch.
Würfeln kann ja jeder. Aber wie schaut's denn damit aus, Würden? Hast noch immer nicht genug. Was ist? Haben Sie Angst? Es nicht. Aber gegen einen Besoffenen. Es wäre nicht fair. Ich! Zufer! Jetzt wird's erst lustig! In Gottes Namen also. Cheers! Aber es war uns doch eine Ehre, Herr Pfarrer. Es ist eigentlich schade, dass ich nicht öfters zu uns komme zum Frühschoppen. So einen wie Sie könnte man vielleicht schon brauchen. Ja, das wird euch passen. Aber wenn ihr mich unbedingt sehen wollt, jeden Sonntag 3 Vorstellungen. Da braucht es nur über die Straßen zu gehen. Gelobt sei Jesus Christus. Anna, komm raus. Das ist der Geld, 1.300 Mark. Und seine so hart mit Iffa war auch ein Engel, wenn auch ein Gefallener. Zum Wohle, Franzl. Prost. Macht man's kurz und schmerzlos. 13 Holz. Und ich würfel zuerst. Da könnte man direkt auf den Geschmack kommen. Zenzi, noch eine Runde. Aber gern, Herr Pfarrer. Halt, du hast das Spucken vergessen. Nicht, dass du hernach sagst, es hätte nur daran gelegen, wenn du verlierst. Sie zuerst. Bitte, mir ist es gleich. Ja, sowas. Ein 5. Hochwürden, Hochwürden. Wenn das der Bischof ist. 13 Holz und eine bescheidene 5. Also, ich würde sagen, da hapert es am Glauben. Red nicht. Sag, was kannst. Tja, immerhin 3 Einser zu würfeln ist genauso schwierig wie 3 Sechser. Vielleicht hast du zu wenig gespuckt? Zinzi! Ja, ja, ich komm ja schon. Kollekte. Gibt's da kein Gebot, was einem Pfarrer das Würfeln verbietet? Ich glaub nicht. Außer mir hat es eh noch keiner probiert, möchte ich wetten. Gegen eine Spende ist nichts einzuwenden. Also her mit der Lohntüten. Spielschulden sind Ehrenschulden, oder? Also raus mit der Mari. Drück den Pulver raus, du Platzhirsch. Würfeln kann jeder. Aber wie schaut's denn damit aus, Würden? Hast noch immer nicht genug. Was ist? Haben Sie Angst? Es nicht. Aber gegen einen Besoffenen. Es wäre nicht fair. Ich! Zufer! Jetzt wird's erst lustig! In Gottes Namen also. Nichts als die Wahrheit. Und wenn, dann nur, wenn man manchmal der Wahrheit auf die Sprünge muss. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, das ist der schönste Kugelhupf, den ich je gesehen habe. So? Ja, dann ist das eine Lüge. Weil den besten Kugelhupf, den ich je gegessen habe, den hat mir meine Gertrud gebacken. Verstehst? Gott hab sie selig. Aber wem hilft's? Dir nicht, mir nicht, den Kugelhupf erst recht nicht. Das schmeckt oder vielleicht nicht? Ja, siehst du's? Jetzt bist du beleidigt.
Aber ich will auf der Stelle tot umfallen, wenn das nicht der beste Kochwurf ist, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Ja, da, bitte, so bitte, ist. Darf ich dir auch einen anbieten? Ja, komm her. Dann kriegst du auch einen Schnaps. Hoppala, mach nicht. So, da hast du deinen Schnaps. Na, 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 bin nur im Dienst. Ach, jetzt tu nicht so, bist du gleich in Pension. Um 5 Uhr. In 10 Minuten. Ein echter bayerischer Briefträger hält durch bis zur letzten Sekunde. Das musst du merken. Ja, was ist? Willst du den Brief nicht lesen? Ja, schon. Ja, dann. Dann gehen wir's an. Ich muss ein bisschen ins Amt. Da schau her aus. Südamerika. Weit kommt er rum, dein Sohn. Das muss man ihm schon lassen. Also, Rio de Janeiro, den 14.04. Das ist ja schon 14 Tage her und dann noch per Luftpost. Also, das ist so eine Schande. Liebstes Mutterl, lang ist es her, seit ich dir geschrieben habe, aber mach dir keine Sorgen, mir geht es gut. Ein Zentner Bananen kostet hier so viel wie in Obermoos ein Pfund. Hier ist es immer sehr heiß und nachts macht es einen Lärm im Urwald wie im Zoo von Hellabrunn. Ich habe mir einen Papagei gekauft, eine Blaustirn-Amazone. Er ist grün mit leuchtend gelber und blauer Zeichnung. Ein sehr guter Kletterer und er kann schon Kruzitierten sagen. Unser Schiff fährt schon bald weiter nach Kuwait. Dann werde ich dir lang nicht mehr schreiben können, vielleicht sogar ein ganzes Jahr nicht, aber ich werde an dich denken, das weißt du ja. Ich hoffe, dir geht es wieder besser mit den Augen. Und bitte weine nicht, ich komme ja wieder. Bestimmt. Ich verspreche es dir vielleicht schon